In einer Bauzeit von weniger als 3 Jahren wird zurzeit eines der größten und zukunftsweisenden Projekte realisiert, die Stadtbahn Nord. Als Erweiterung der bestehenden Linie S4 von Karlsruhe ins Hohenlohe wird die neue Strecke Heilbronn mit dem Rhein-Main-Neckar-Raum verbinden. Damit Ende 2013 die Bahn ihren Betrieb aufnehmen kann, wird in Heilbronn seit Monaten kräftig gebaut, darunter seit Mitte Juli an der Kreuzung Allee-Kaiserstraße. Andreas Berg, technischer Projektleiter beim Amt für Straßenwesen, gibt Auskunft, wie der Stand der Bauarbeiten ist. Wir bauen hier derzeit den Abzweig nach Norden ein, also von dem bestehenden Ost-West-Gleis gibt es 2 Weichenverbindungen auf die Strecke nach Norden, die Stadtbahn Nord. Die werden hier eingebaut. Der erste Teil ist weitgehend erfolgt. Am letzten Wochenende war die Umstellung in die Phase 2 und jetzt beginnt der Gleisbau im Bereich der alten Haltestelle Harmonie. Da für die Bauarbeiten am Gleisdreieck die Kaiserstraße gesperrt werden musste, wird die Zeit gleichzeitig genutzt, das bestehende Gleisbett in der Kaiserstraße bis in Höhe des Kätchenhauses zu sanieren. Weitere Baustellen für die Stadtbahn befinden sich derzeit am Sülmertor, wo die Stadtbahn unter der DB-Strecke hindurchgeführt werden muss, und in der Ausstraße. Projektleiter Berg berichtet, wie die weiteren Bauabschnitte aussehen. Dann wird es richtig in die Allee gehen, also wenn das fertig ist, ab September wird die Westseite der Allee gebaut werden, die Gehwege, die Fahrbahn und ein Teil des Mittelstreifens. Und das wird dann in 2 weiteren Abschnitten bis Mitte nächsten Jahres soweit sein, dass die Allee dann fertig ist. Entlang der neuen Strecke wird es allein auf Heilbronner Stadtgebiet 6 neue Haltepunkte geben. Beginnend an der Harmonie über Mannheimer Straße, Technisches Schulzentrum, Industrieplatz und Hans-Rieser Straße bis zur Haltestelle Kaufland kurz vor der Stadtgrenze zu Neckarsulm. Die Gesamtkosten für die Linie auf Heilbronner Stadtgebiet belaufen sich auf rund 84 Millionen Euro, von denen die Bauherrin, die Stadtwerke Heilbronn GmbH, fast 23 Millionen Euro trägt. Gut investiertes Geld, wie deren Aufsichtsratsvorsitzende Margarete Heidler findet. Die Stadtbahn ist in mehrfacher Hinsicht eine gute Investition. Einmal in die Ökologie. Es ist einfach ein sehr sauberes Verkehrsmittel. Dann verbindet die Stadtbahn nach Norden raus, die Stadt Heilbronn auch überregional, tut sie ja jetzt schon von West nach Ost, aber jetzt erweitern wir uns nach Norden. Und sie erlaubt natürlich den Heilbronner Bürgern, in die Region rauszufahren, aber auch sehr, sehr viele Mitarbeiter von Firmen in Heilbronn, die hier arbeiten, sie hier reinzubekommen auf einem sehr schnellen, bequemen Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Darüber hinaus löst die Stadtbahn auch einen weiteren Schub für die Stadtentwicklung aus, von dem Allee, Nordstadt und Industriegebiet profitieren werden.